Das Drägerpack ist ein tragbares Gasmessgerät zur personenbezogenen Gasüberwachung in der Umgebungsluft, am Arbeitsplatz und in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Pack ermöglicht eine Messung von bis zu 2 Gasen entsprechend des installierten Drägersensors. Das Drägerpack zeichnet sich aus durch ein großes, gut zu lesendes LCD-Display, eine sprachneutrale Bedienung, 2 Multifunktionstasten, eine Farbfolie zur einfachen Erkennung des zu messenden Gases, Gaszugänge geschützt durch ein Sensorgitter, eine Signalhupe, das periodisch leuchtende D-Light signalisiert die Einsatzbereitschaft, ein Alarmfall wird durch gut sichtbare LEDs angezeigt. Für die erstmalige Inbetriebnahme des Geräts drücken Sie 3 Sekunden die blaue Menütaste. Es erscheint ein Countdown von 3 auf 1. Anschließend erfolgt eine kurze Aktivierungssequenz. Um das Gerät nun einzuschalten, drücken Sie 3 Sekunden die grüne OK-Taste. Erneut erscheint ein Countdown von 3 auf 1. Anschließend wird im Display Folgendes angezeigt: Der Startbildschirm mit allen Elementen, die aktuelle Softwareversion, die Sensorbestückung, Alarmschwellen für A1 und A2. Pfeile zur Anzeige einer steigenden oder sinkenden Gaskonzentration. Die verbleibende Nutzungsdauer in Tagen beim Pack 6000. Sofern eingestellt, der nächste Fälligkeitstermin für eine Justierung. Beim Pack 8500 werden die Gase und die dazugehörigen Alarmschwellen nacheinander angezeigt. Anschließend erscheint der Messbildschirm. Der Standardbildschirm zeigt bei allen Geräten den Batterieladestatus und die Gaskonzentration an. Beim zeitlimitierten Pack 6000 wird darüber hinaus die verbleibende Laufzeit in Tagen angegeben. Bei den übrigen Geräten der Pack-Serie wird hingegen das aktuell gemessene Gas angezeigt. Auch das Drägerpack 8500 mit Dualsensoren besitzt eine Besonderheit. Die Gase werden im Display im periodischen Wechsel angezeigt. Um in das Informationsmenü zu gelangen, drücken Sie die OK-Taste. Beachten Sie, dass nach 10 Sekunden Inaktivität, ohne dass Sie erneut den OK-Knopf drücken, automatisch in den Messmodus zurückgeschaltet wird. Nach dem erstmaligen Drücken des OK-Knopfs gelangen Sie zu dem Peakwert. Durch nochmaliges Drücken des OK-Knopfs folgen weitere Informationen. Alle Werte im Informationsmenü beziehen sich auf die Daten seit dem letztmaligen Einschalten des Gerätes. Wenn Sie das Pack ausschalten, werden alle Werte bis auf die Nutzungsdauer und die ID zurückgesetzt. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie gemeinsam die grüne OK-Taste und die blaue Menütaste, bis der auf dem Display angezeigte 3-Sekunden-Countdown abgeschlossen ist. Der visuelle Alarm blinkt und der akustische Alarm ertönt, wodurch das Ende der Abschaltsequenz angezeigt wird. Um eine Frischluft- oder Empfindlichkeitsjustierung durchzuführen, gehen Sie in das Passwortmenü. Dazu drücken Sie 5 Sekunden die blaue Menütaste, während sich das Gerät im Messmodus befindet. Im Passwortmenü können Sie die aufblinkende Zahl mit der Menütaste von 0 bis 9 verändern. Mit Drücken der OK-Taste akzeptieren Sie die derzeitige Zahl und fahren zur nächsten Stelle fort. Nachdem Sie die letzte Zahl bestätigt haben, blinken die 3 Ziffern auf. Drücken Sie anschließend die OK-Taste. Nach Eingabe des Passworts wird der Menüpunkt Frischluftjustierung angezeigt. Das Symbol für Frischluftjustierung blinkt auf, mit Drücken der OK-Taste starten Sie die Justierung. Bitte beachten Sie, dass Sie sich dafür in reiner Umgebungsluft befinden müssen. Schon eine geringe Kontaminierung der Luft kann eine fehlerhafte Justierung zur Folge haben. Im Menü der Frischluftjustierung blinkt die aktuelle Gaskonzentration im Display auf. Bestätigen Sie die Justierung mit der OK-Taste. Nach erfolgreicher Durchführung ertönt ein akustisches Doppelsignal und auf dem Display wechselt sich die Gasart mit einem OK periodisch ab. Im Falle einer fehlgeschlagenen Frischluftjustierung ertönt ein dreifaches akustisches Signal.
Ein X-Symbol erscheint ebenso wie ein vierfaches Minus-Symbol auf dem Display. Drücken Sie OK, um die Frischluftjustierung zu bestätigen, oder die Menütaste, um die Messung zurückzuweisen und in den Messmodus zu gelangen. Die Empfindlichkeitsjustierung dient dazu, die Sensoren auf eine eingestellte Gaskonzentration zu justieren. Legen Sie dafür das Pack mit aufgeklapptem Clip in einen Kalibrieradapter mit angeschlossener Prüfgasflasche ein. Um eine Empfindlichkeitsjustierung durchzuführen, drücken Sie die Menütaste im Menü. Das Symbol für die Justierung blinkt auf. Bestätigen Sie dies mit OK, um die Empfindlichkeitsjustierung zu starten. Sobald Sie sich am Gerät im Menüpunkt der Empfindlichkeitsjustierung befinden und das Symbol für eine Kalibrierung aufblinkt, können Sie die Konzentration der Kalibrierung festlegen. Drücken Sie die blaue Menütaste, um die Konzentration anzupassen, und drücken Sie die grüne OK-Taste zum Akzeptieren der Konzentration. Begasen Sie anschließend das Gerät, bis es einen konstanten Wert anzeigt. Drücken Sie daraufhin OK. Mit einem Bump-Test prüfen Sie, ob die Gaswege blockiert sind, die Sensoren auf Gas reagieren und die Alarmelemente ausgelöst werden. Um einen manuellen Bump-Test durchzuführen, legen Sie das Gerät in den Kalibrieradapter ein und schließen Sie diesen an eine Prüfgasflasche an. Drücken Sie dreimal hintereinander die blaue Menütaste. Starten Sie nun den Test durch Drücken der OK-Taste. Im Display erscheint das Symbol BT für den laufenden Bump-Test. Das Trägerpack aktiviert nach wenigen Sekunden den Alarm. Nehmen Sie das Gerät aus dem Kalibrieradapter. Sobald der Bump-Test abgeschlossen ist, beendet das Gerät den Alarm und zeigt das Gerät OK an. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, einen Bump-Test mit der Träger-Bump-Teststation durchzuführen. Legen Sie das Gerät in die Station ein, der Test startet anschließend automatisch. Die weitere Durchführung verläuft analog zum Bump-Test im Kalibrieradapter. Der A1-Voralarm ertönt, wenn die Konzentration höher ist als der eingestellte Schwellenwert. Es besteht keine akute Gefahr. Sie können den Alarm mit dem grünen OK-Knopf quittieren. Ein A2-Hauptalarm signalisiert Lebensgefahr. Wenn dieser Alarm ertönt, verlassen Sie umgehend den Gefahrenbereich. Dieser Alarm ist nicht quittierbar. Die Alarmdarstellung beim Pack 8500 mit Dualsensor weicht von den anderen Modellen ab. Ein Gas weist einen A1-Alarm auf, das andere Gas einen A2-Alarm. Beide Gaskonzentrationen werden im Wechsel mit beiden Symbolen für den Alarm angezeigt. Hat die Batterie Ihres Gerätes eine Restkapazität von weniger als 5%, löst das Gerät einen Batterievoralarm aus. Das Batteriesymbol blinkt periodisch. Sie können den Alarm mit der OK-Taste quittieren. Der Batteriehauptalarm signalisiert durch den optischen, den akustischen und den Vibrationsalarm das Ende der Batteriekapazität. Ein 10-sekündiger Countdown wird angezeigt, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Sollte ein Gerätefehler auftreten, zeigt das Gerät das Fehlersymbol im Display an. Durch Drücken der OK-Taste wird der Fehlercode angezeigt. Das Gerät ist nicht mehr messfähig. Weitere Warnungen, wie beispielsweise abgelaufene Intervalle, werden durch das Ausrufezeichen über der Gaskonzentration dargestellt. Das Gerät bleibt messfähig, jedoch ist es empfehlenswert, das Gerät dem Service zu übergeben und mit einem anderen Gerät weiterzuarbeiten.